Hi. Wow. Mit einer E-Gitarre? Mit einer E-Gitarre. Spielst du in einer Band oder? Nee, ich spiele für mich so. Nur für dich? Ja. Okay, wer bist du? Stell dich mal vor. Genau. Mein Name ist Susanna. Ich bin 30 Jahre alt. 30? Was? Wow. Okay. 30. So jung aus. Ja, und sehr hübsch. Warum jetzt erst zu DSDS? Ach, weißt du, jetzt ist der richtige Moment. Also ich denke, es ist nie zu spät, oder? Und stehst du auf Lack und Leder, oder? Nee, aber in der Hose fühle ich mich so... Echt? Stark schwitzt irgendwie. Man da nicht so drin? Nee, man schwitzt nicht. Okay. Ich nehme mal die Gitarre. Ja, was hat das auf sich mit der Gitarre? Naja, ich habe einen Song vorbereitet mit Gitarre. Aber E-Gitarre, warum hast du keine akustische? Das ist die einzige, die ich habe. Okay. Ja. Was machst du sonst so? Erzähl uns was von dir. Mein Beruf ist Schauspiel und Gesang tatsächlich. Was machst du so? So Filme oder Fernsehen? Also ich habe jetzt Fernsehen, Theater. Einen Tatort habe ich jetzt gemacht. Alles, was zählt, Nachtschwestern. Und davor habe ich also bei GZSZ zum Beispiel mitgespielt. Vielleicht kennen mich einige als Lea Reibitz. Okay, ich rufe einen Krankenwagen. Nein, bloß nicht. Ja, aber wenn irgendwas gebrochen ist, wenn was mit deiner Wirbelsäule ist. Ich schauspiele seit ungefähr 6 Jahren. Ich warte noch auf meinen großen Durchbruch im Schauspiel. Ich bin so blöd. Lea, warte! Eigentlich war ich bei einem anderen Casting, hab dann aber die falsche Tür geöffnet und war dann auf einmal beim GZSZ-Hauptrollen-Casting. Das ist jetzt gerade nicht dein Ernst, oder? Ich hoffe, dass DSDS mir eventuell eine neue Tür öffnet. Ja. Ich habe mitgebracht Sherry Sherry Lady. Das hätte ich auch nicht gedacht. Ja. Von Kappi die Version? Nee. Eine eigene Version tatsächlich. Mit der E-Gitarre? Nee, mit einem Playback. Sherry Lady! Let's go. Okay. Ich bin gespannt. Ich werde den Text sofort umschreiben in Sexy, Sexy Lady. Das ist ganz komisch, ne? Also wenn du das jetzt singst, so als Frau in deinem Stil da, dann finde ich den Text richtig gut. Ja, er ist gut, ja. Wenn Thomas Anders das immer gesungen hat, hat mich das nicht so berührt. Mhm. Ich habe noch nie so eine Version gehört davon. Ey, Kompliment. Ganz, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Hübsche Frau. Singt einen Mega-Titel in einer tollen Version. Wirklich, also von mir kriegst du 3 Jahre. Ja. Das klang ja auch mega sexy. Ja. Du siehst auch so gut aus und dann klingt das so sexy. Das ist einfach so richtig perfekt gewesen. Du warst doch so drin in dem Song. Das war so ein Hammer, man wollte immer weiterhören. Da machte der Text auch so einen Sinn auf einmal. Ich dachte immer, das wäre so Unsinn. Die neue Titelmusik von 50 Shades of... Aber das war wirklich wie so ein Filmtitelmusik. Wirklich. Richtig toll.
Ja, cool, danke. Ich finde es auch richtig gut. Du hast deine eigene Version gemacht und es war besonders. Wirklich, auch deine Stimme ist so ganz, ich weiß nicht, komisch, aber gut. Die hat richtig Charakter. Ja. Ja, es gibt ja so dumm sexy und irgendwie so sophisticated. Und bei dir, das sah im Stylo aus. Hey, cool, ich danke euch. Ich fand's auch super, geile Version, dein eigenes Ding. Du hast so viel Uniqueness in deiner Stimme. Für mich ist auch ein Ja. Okay. Wow, ich meine, wenn du sowas weitermachst, dann irgendwie, dann scheidest du nicht so schnell aus. Also bitteschön. Hammer. Ja, cool. Dann danke ich euch. Danke. Dankeschön. Hast du damit nicht gerechnet, oder? Na, ich dachte, ihr wollt noch was hören. Ja, dann beim nächsten Mal. Okay, na dann, bis zum nächsten Mal. Danke. Bei Pietro ist Filmfestival im Kopfkino. Aber ehrlich, der 50 Shades of Grey Titelsong könnte aber durchgehen. Aber wirklich. Ein schönes Gefühl von Dieter, eine Bestätigung zu bekommen. Also das habe ich auch gehofft.